Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Trader Online. Mein Name ist Tim und ja, ich bin jetzt bei Konami. Wir wurden nämlich eingeladen, so eine Art Community Day. Wir sind hier noch mit ein paar anderen YouTubern. Einer ist auch schon da, das ist der Wennerbrain. Moin! Ja, der Raum hier, der ist ganz cool. Man sieht hier zum Beispiel so die Location. Da unten ist sogar eine Switch. Und was ich persönlich am coolsten finde, ist halt der ganze so Merchandise-Stuff. So. Man hat hier so ein ganzes Regal, das zeige ich euch einmal. Mit den ganzen Produkten so von Konami halt. Was ja klar ist, wir sind ja auch komischerweise bei Konami. Ja. Da hinten dann nochmal eine Wand. Und ja, ich bin auf jeden Fall übel gespannt, was uns heute so hier erwartet und wie der Tag so wird. Und halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Sind alle Leute hier, zumindest vom Yugi-Teil, haben wir den Card-Journalist, du warst ja schon da. Da haben wir den Julio. Moin. Und den da. Zerstörer. Ja, genau. Ja, sind jetzt alle da. So, wir haben jetzt hier das Speed-Duell, was jetzt bald rauskommt. Mach das mal auf. Wir dürfen das nämlich öffnen. Und das sind jetzt nicht die komplett richtigen echten Karten, aber man sieht hier schon ganz unten klein, das kann man leider an der Kamera nicht erkennen, steht ganz leicht Speed Duell drauf. Jeder von uns hat jetzt ein anderes Deck, also jeder macht jetzt gerade ein anderes Deck, also du machst jetzt gerade. Ich schieße so, Grabrechter. Grabrechter gerade auf. Ich habe Red Eyes, da freue ich mich drauf. Und wir haben hier zum Beispiel, also das sind nicht die originalen 100%igen Karten, aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal drei Skill-Karten. Da haben wir zum Beispiel Last Gamble, die sind halt alle auf Englisch, bei uns gibt es die dann später auch auf Deutsch. Dann haben wir aber zum Beispiel halt verschiedene Skills, muss ich mir gleich erstmal alle genau durchlesen. Ich kann mal gucken. Da haben wir at the start of the turn, you call two numbers and roll a six sized die. If you roll a number, you call your life points, do not get lower than one until the end. Okay, ja. Aber hier sieht man es dann nochmal mit dem Speed2L, genau. Also die Karten sind halt explizit für Speed2L gemacht. Dann haben wir noch Joy Skill, also es sind halt immer Joy Skills, das ist halt sozusagen wie ja, Duel Links, dass man halt sozusagen seinen eigenen Charakter spielt und dazu immer die Skills hat. Hat man hier halt auch, die könnt ihr euch auch einmal kurz den Effekt nochmal durchlesen. Dann haben wir hier nochmal den anderen Effekt, den halte ich auch mal kurz fest, ich lese mir die gleich nochmal in Ruhe durch. Und dann kommen wir nochmal kurz zu dem Deck. Dann haben wir halt einmal die Red Eyes, dann haben wir halt den Meteor-Drachen, das sind halt so die beiden Notstufen. Dann halt den Play-Manipulator, dann Masaki, den kennt man, das sind halt alles ältere Karten, weil das ist ja üblich. Dann haben wir noch den Baby Dragon, den Time Wizard, den Little Ringer. Die haben halt alle da dieses Speed-Duell, das kann man hier gut erkennen, da. Speed-Duell haben die alle da stehen und deswegen sind die auch nicht legal im normalen Turnierformat, wirklich nur für dieses Speed-Duell eigentlich gedacht. Dann haben wir noch Geofried, Fusion ist wichtig, haben wir vielleicht zwei von, Drain-Lamp, dann Legendary Swords, dann haben wir noch Zoom, dann Dice Throne, Graceful Dice, Skull Dice, Kunai with Chain, ich wollte eigentlich erst Konami with Chain sagen, Red Eye Spirit, dann Flame und dann halt auch drei Fusios. Alle drei Fusion-Karten so hier drauf. Und wir werden das Spiel jetzt gleich einfach testen. Und ich werde dann auch schon mal direkt meine erste Erfahrung damit machen. Weil ich habe ja noch, also selber noch gar nicht gespielt. Ich war ja in London nicht da, da durfte man das ja schon spielen. Und dann habe ich schon mal Vorteile gegenüber Dirk, weil wir werden das ja auch testen. We'll be right back.
So, wir sind jetzt, mal kurz eben draußen, um euch einmal kurz zu erklären, natürlich hinter so einem Yo-Yo-Poster. Wir haben uns gerade kurz unterhalten darüber, mit Speed-Duell, was wir davon halten und so. Ich finde Speed-Duell ist jetzt eigentlich ganz cool. Es ist halt vor allem ein, ja, wie soll ich sagen, eine Sache, die Einsteiger so ansprechen soll, die ich sogar gut finde, weil man hat halt viele vermissen die alten Karten und die werden dann halt dann nochmal aufgestockt. Es ist halt wie Duel Links, nur halt nochmal ein richtiges Kartenspiel, was ich persönlich richtig gut finde. Denn ich finde es halt immer besser, wenn man sowas selber in der Hand hat und auch wirklich so öffentlich, also irgendwo ist und nicht nur vom Computer. Ich weiß ja schon, welches Deck ich nehmen werde, Dirk weiß Bescheid. Wirklich ein richtig, richtig interessantes, ja, wie soll ich sagen, eine interessante Weise zu spielen. Ja, das ist halt so der Zwischenstand bis jetzt. Und ja, es geht auf jeden Fall weiter. Jetzt der Community Day, am Ende werde ich euch nochmal erzählen, jetzt genau, was wir jetzt alles gemacht haben, was das jetzt genau ist und was wir da auch gemacht haben. Und ja, das ist auf jeden Fall halt eine coole Alternative. Wir haben es jetzt mal getestet, ich habe es mal getestet, habe es mal gespielt. Ich auch gegen den Maurice mal normal so gespielt. Der hat natürlich Altergeld gespielt, das Deck, was ich übelst hasse, wie eigentlich jeder mittlerweile wissen müsste. Und ja. So, es gibt hier heute Geschenke noch. Und ja, wir würfeln jetzt darum, wer das Yu-Gi-Oh!-Symbol bei einem Feuerwürfel, also dem Elementwürfeln, würfelt, der darf sich ein Geschenk aussuchen. Wenn man das Feuer-Symbol würfelt, dann. Dann darf man. Dann darf man sich ein Geschenk nehmen. Und wenn man das Feuerwürfel-Dings würfelt, dann muss man mit jemandem tauschen. Got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip-locking. But you, I know it. Originale Yu-Gi-Oh! Tasse. Haben wir noch was? Nö. Nur die Tasse. Aber geil. Voll gut. Ah ne, warte, ist drin. Alles ein Würfel. Würfel. Als ob. Den Leiter. Lol. Lol. Leit. Lol. Was haben wir hier noch drin? Ja, fett, da habe ich einen USB-Stick jetzt. Jetzt haben wir den originalen Konami USB-Stick. Hast du den Licht auch noch nicht? Den habt ihr noch nicht. Und hier eine Tasse. Packen wir auch dazu. Voll fett. Kann ich ja jetzt aufnehmen. Geil. Aber hier im Glühwein rein, der ist noch mal. Geil, jetzt haben wir den Leitwürfel. Du bist doch, oder? Nee, du knüsselst. Okay. Und jetzt haben wir jetzt ein Leid. Jetzt hast du einen Leid gesagt. Das ist richtig cool. Jetzt habe ich wirklich beide. Ich muss jetzt mal nur mal fokussieren. Fokussier doch! Da.
jetzt auch wieder draußen. Ich bin jetzt hier nochmal vor der Bank, wo wir gerade waren. Wir haben eine geheimnisvolle Tüte bekommen von Konami. Wir wissen nicht, was drin ist. Ich komme einfach mit. Ja, komm mal mit. Ja, ich komme einfach mal mit. Hier ist noch der Rene Ray noch, also der Victor. Und ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall eine geheimnisvolle Tüte bekommen. Und wir haben absolut keine Ahnung, was da drin ist. Es ist nicht, es soll zerbrechlich sein. Es soll zerbrechlich sein, deswegen bin ich, ich weiß echt, es ist auch schwer. Ich kenne nur Pokale, die zerbrechlich sind. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir es auch erst zu Hause aufmachen und da gibt es dann auch ein explizites Video zu. Das wird dann auf jeden Fall auch noch irgendwann dann erscheinen. Mal gucken, keine Ahnung. Und ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause. Ich würde sagen, die Abschlussworte und nochmal kurz zu erklären, was wir heute überhaupt alles gemacht haben, mache ich nochmal zu Hause. Und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, ich bin jetzt noch auf einer Raststätte. Ja, der heutige Tag, der war einfach übel geil, denn heute war ja ein Community Day, der war speziell für YouTuber, einfach mal um Konami kennenzulernen. Wir wurden eingeladen von Konami, wir wurden ausgewählt, was natürlich eine riesige Ehre erstmal ist. Ein fettes Dankeschön dafür, dass das heute so cool geklappt hat. Danke für das Geschenk, ich habe mich tierisch über die Tasse gefreut von Konami, von Yu-Gi-Oh! Denn wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma, also bei Trader, haben wir die auch manchmal, so zwei Stück, glaube ich, davon oder so. Und ich fand die immer cool, so, und jetzt habe ich einfach meine eigene, fand ich auf jeden Fall richtig genial. Fand ich einfach den heutigen Tag wirklich richtig, richtig cool. Wir haben halt, wie ihr gesehen habt, die anderen haben halt nochmal ein Interview geführt, der Rene Brain zum Beispiel, also Victor hat ja extra nochmal ein Video gemacht, wo er explizit gesagt hat, stellt Fragen, damit er die Konami stellen kann. Ich habe weniger Fragen gemacht, ich habe eigentlich eher so gefilmt, wie ihr gesehen habt und so ein bisschen, weil ich hatte zwar ein, zwei Fragen noch über die Bannliste, weil ich das genau wissen wollte, beispielsweise über Notfallbannlisten, aber sowas Genaues gibt es eigentlich gar nicht, nur wenn es wirklich richtig eskaliert, so. Waren eigentlich eher weniger casual Fragen, es waren eher mehr so, ja, competitive Fragen, also für Spieler. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht wirklich richtig gefilmt, also die einzelnen Fragen, das ging auch über eine Stunde, also die haben sehr, sehr viele, viele Fragen gestellt, wo Konami fand, was ich auch cool fand, sehr viele Antworten, also eigentlich auf jede Antwort eine richtige, auf jede Frage eine richtige Antwort gegeben hat. Ich muss erstmal einfach auch nochmal so dazu sagen, dass Dankeschön Konami, dass ihr mich auch zum Beispiel, also oder uns auch eingeladen habt, denn es ist tatsächlich so, dass es ist schon irgendwie so ein kleiner Kindheitstraum dadurch auch in Erfüllung gegangen, denn ich habe eigentlich schon mein Leben lang was mit Yu-Gi-Oh! So zu tun. Jetzt habe ich geklopft. Die gucken die alle. Ups, egal. Ich habe halt mein Leben lang habe ich schon was mit Yu-Gi-Oh! So zu tun. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dass ich heute wirklich bei Konami war. Ich meine, es war nicht der Hauptsitz. Es war eigentlich auch eher so wie so ein Büro gesehen. Also es war nicht riesig, was ich aber übel cool fand einfach. Und das hat einfach heute übel Spaß gemacht. Also wirklich. Das war einfach mega genial heute. Ein fettes Dankeschön, dass ihr mich da eingeladen habt. Ihr konntet ja heute leider nicht mitkommen. Und auch nochmal ein fettes Dankeschön an Micha, dass er mir das auch alles, sag ich mal, so ermöglicht. Wenn er das sieht hier, dann weiß er ja Bescheid. Weil er sieht das ja auch erst, wenn ihr das seht. Ja, also wirklich ein fettes Dankeschön für alle, die mir das wirklich ermöglicht haben. Es ist ein kleiner Kindheitstraum von mir persönlich. Wirklich in Erfüllung gegangen, mal mit Konami da zusammenzusitzen. Und vor allem, was ich noch geiler fand, einfach mal mit jedem YouTuber. Weil ich war ja vorher, bevor ich auf Trader zu euch gekommen bin, war ich ja auch ein Zuschauer von Random Brain, von Card Journalist, vom Schattenspieler. Den Julio, den kannte ich nicht. Den werde ich auf jeden Fall mal abchecken, den Kanal. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen kleiner. Weiß ich nicht. Ich kenne ihn wirklich nicht. Als er reinkam, so hat er mir halt einfach nichts gesagt. Ist aber wirklich ein netter Kerl. Also eigentlich alle wirklich mega nette Leute. Und ja, es war einfach richtig, richtig cool. Zum Abschluss möchte ich einfach nochmal sagen, fettes, fettes Dankeschön für diesen schönen Tag. Ich habe mich über die Tasse gefreut. Ich bin echt gespannt. Ich habe das jetzt hinten drin. Was in diesem, ja, wie soll ich sagen, in diesem Geschenk da drin ist. Das sehe ich ja auch erst nach Weihnachten und ihr auch. Und ich bin da auf jeden Fall mal gespannt, was da rauskommt. Ein fettes Dankeschön an allen und dann würde ich das Video jetzt auch beenden. Ja, das war der letzte Vlog für dieses Jahr, für 2018. Und dann wird es 2019 wieder ein Vlog geben.
Ich hoffe, der Video hat euch gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Und ja, dann sehen wir uns dann im Vlog 2019 wieder. Macht's gut und haut rein.